Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Liebe geht durch den Kochlöffel. Heute zeige ich euch, wie ich meinen perfekten Basmati-Reis zubereite. Dafür benötigen wir 150 Gramm Basmati-Reis, 20 bis 30 Gramm Butter und 2 bis 3 Teelöffel Salz. Im ersten Schritt gebe ich meinen Reis in meinen Topf und wasche ihn gründlich mit lauwarmem Wasser. Nachdem der Reis abgewaschen ist, gebe ich die erforderliche Menge an Wasser mit hinzu, damit mein Reis anfangen zu kochen kann. In diesem Fall habe ich ein Glas Reis und deshalb brauche ich 2 Gläser Wasser. Anschließend gebe ich meine Butter mit hinzu und schalte meinen Herd auf die höchste Stufe und lasse das alles einmal aufkochen. Wer Probleme beim Abmessen hat, wie viel Reis er für wie viele Personen benötigt, kann ich gerne einen Tipp mit auf den Weg geben. Ich messe das immer mit meinem IKEA-Glas ab, was ihr am Anfang sehen konntet. Ein Glas reicht für 2 Personen. Natürlich mit Beilagen. Man kann nun deutlich sehen, dass der Reis langsam anfängt zu kochen. Langsam solltet ihr den Herd wieder runterschalten, damit der Reis die Flüssigkeit vollkommen aufnehmen kann und nicht zu matschig wird. Sobald sich so kleine Löcher in dem Reis befinden, ist der Reis so gut wie fertig. Ihr solltet den Herd abstellen und den Reis nochmal ziehen lassen und dann könnt ihr ihn auch gerne servieren. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Reiskochen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Video.